herzlich willkommen zur 8. Folge der Reihe Verschwörungen. Es geht immer noch um dieses leidliche Thema, was leider doch ein etwas größeres Format annimmt als gedacht. Ich will jetzt nicht in alle möglichen Kleinigkeiten rein, aber ich möchte letzten Endes einen Hintergrund bieten, dass letzten Endes dann doch wohl etwas an dieser Verschwörung dran ist, über die die ganze Welt rätselt. Da wir das eben jetzt hier im Reigen der Bibel machen, obwohl jetzt hier, glaube ich, in dieser Sendung auch wieder kaum Bibelvers vorkommt, habe ich mir natürlich auch gradkräftige Verstärkung geholt aus Belgien diesmal, wie immer eigentlich. Der Jörg, der sich jetzt hier lautlos zuschaltet und der immer im Hintergrund agiert und dann guckt, ob dann alles so richtig läuft. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, hallo Jörg, willkommen an Bord. Ja, moin, moin, Michael. Seit wir darauf gekommen sind, wie ich das machen kann, ohne dass er ständig knackt, habe ich dir eine ganze Menge Schneidearbeit das gemacht war. Mit deinen Videos, ne? Ja. Ist doch schön. Siehst du, ich denke auch daran, dass du deine Zeit sinnvoller durchbringen kannst. Ja. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Zeit sinnvoll durchzubringen, dann können wir den Menschen, die dieses Video schauen, ja eigentlich nur anraten, auch wenn hier wenig Bibelzitate drin sind, trotzdem sich genau so zu verhalten, wie es nämlich die Beröer getan haben. Nur jetzt muss ich das natürlich mal raussuchen. Ich habe das natürlich immer geistig vor dem Kopf, aber ich kenne den genauen Vers nicht. Also suche ich mir das ja mal eben raus, auf der Schlachter natürlich, weil wir übersetzen ja nicht die ganze König James ins Deutsche. Die Schlachter ist im Großen und Ganzen ja nicht schlecht. Da sind halt nur viele Dinge, die ganz mies sind. Und die korrigieren wir ganz sicher. Aber wenn man dann nach Kapitel 17 geht in der Apostelgeschichte, Vers 11, da heißt es, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Mit anderen Worten, die Thessaloniker haben nichts anderes gemacht, als alles, was in dieser Welt ist, an der Bibel gemessen. Und wenn es im Lichte der Bibel standgehalten hat, dann haben sie es angenommen. Und wenn es im Lichte der Bibel nicht standgehalten hat, dann haben sie es verworfen. Und das müssen wir auch machen. Und wenn wir uns mit irgendwelchen Dingen auf dieser Erde beschäftigen, die im Lichte der Bibel einfach durch das Sieb fallen, dann müssen wir die fallen lassen. Oder anstatt sie fallen zu lassen, müssen wir sie aufnehmen, wie du das machst, und müssen dann die Leute davor warnen, dass eben diese Dinge nicht biblisch sind, dass eben diese Dinge genau gegen die Lehre Gottes sind. Und das ist im Grunde die Aufgabe, die du dir gesetzt hast oder die wir uns gesetzt haben, sage ich jetzt mal, mit diesen Sendungen, die wir hier machen. Und wir wollen auch die Zuschauer dazu aufrufen, eben auch ihren eigenen Moralstandard in der Hinsicht anzupassen. Und der einzige Moralstandard, der für mich gilt und der ich weiß auch für dich gilt, da spreche ich gerne für dich mit, Michael, ist nun mal die Bibel. Ob das bei jedem anderen auch so ist, weiß ich nicht. Aber wenn das bei einem anderen nicht so ist, dann erledigt sich mit solchen Leuten im Grunde auch von vornherein jede Diskussion. Solche Leute werden immer Gegenargumente haben und da kannst du noch so viel Beweise bringen, das interessiert überhaupt nicht. Man muss denselben moralischen Standpunkt haben und man muss dieselbe Basis haben, wie jetzt zum Beispiel die Bibel und die Bibel alleine. Und das wollte ich nur mal eben einleitend hier zu sagen. Auch wenn nicht viele Bibelverse vielleicht in dieser Sendung heute vorkommen, aber erinnert euch mal daran, was Paulus erlebt hat, als er nach Thessalonik kam. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Also die Beröer, ne? Also, Entschuldigung, jetzt nicht die Thessaloniker sind die Guten, sondern die Beröer sind die Guten. Das habe ich jetzt gerade eben verwechselt. Ne? Aber ihr seht es ja hier im Text stehen, ist ja deutlich. Ne? Ja, Thessaloniki in Griechenland, ne? Also vorsichtig, wenn man da mal auf eine Urlaubsreise geht, ne, dann wisst ihr ja, wohin ihr geht. Das steht deutlich in der Bibel hier drin. Und ja, das waren jetzt meine 5 Minuten und danach kommt der Michael dran. Okidoki. Teil 8. Der Vater von John F. Kennedy. Joe Patrick Kennedy, da sind wir in der letzten Sendung schon reingegangen, jetzt geht's hier richtig rund mit dem. Und zwar haben wir ja festgestellt, der ist ja aus der irischen Gegend gekommen. Und wir hatten in der letzten Folge so die Wikipedia beleuchtet und diesmal geht's eben kaum in die Wikipedia. Und diesmal geht's in ganz andere Informationen, die hoffentlich, glaube ich, ziemlich spannend sind. Ich würde natürlich viel lieber aktuelle Themen machen, aber manche Themen können wir nicht machen.
denn die sind nicht so gerne gesehen. In dieser Welt ist die Wahrheit nicht gerade gut angesehen, sondern in dieser negativen, satanischen Welt ist alles das, was negativ ist, positiv. Das heißt, also wenn ich irgendetwas Positives bringe, aus meiner Sicht, aus meiner christlichen Sicht, ist das für die Welt negativ. Ja? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Das heißt, wenn diese Welt von irgendetwas Negativem berichtet, wenn zweimal Minus ergibt, dann teilweise Plus, ne? Also man muss da schon aufpassen. Am besten macht man, glaube ich, das so, wie ich das vor Jahren mal überlegt habe. Alles, was ihr an Nachrichten und alles, was ihr an Informationen seht, müsst ihr anzweifeln. Und alles, was ihr an Nachrichten offiziell irgendwo lest, geht erstmal bitte erstmal vom Gegenteil aus. Da ist meistens mehr Wahrheit dran, als das, was man einfach glaubt, wenn man irgendetwas vorserviert bekommt. So viel mal dazu. Also, der Vater von John F. Kennedy, um halt erstmal den Abriss, die Fundamente zu haben, um nachher auch tatsächlich in den Hintergrund des Attentates reinzugehen und auch natürlich deren Auswirkungen dazu. Und da kommen einige Dinge auf euch zu, die kaum begreifbar sind, wenn wir nicht den Grundstein legen. Der Grundstein ist erstmal der Papa. Der Papa wird schon richten, sagt Peter Alexander. Und wenn Papa das eben nicht richten kann, dann sind wir alle aufgeschmissen, steht hier in dem englischen Text. Also zu Deutsch, Papa muss es richten. Denn Papas großer Wunsch war, dass einer seiner Söhne Präsident wird, der Vereinigten Staaten. Hat ja geklappt, wenn auch nur für kurze Zeit. Ich habe mir nicht die Arbeit gemacht, das alles in Deutsch zu übersetzen, aus zwei Gründen. Erstens Zeit und zum Zweiten weiß ich auch, dass einige internationale Quereinsteiger bei mir reingucken, die sich darüber gerne auch mal in Englisch diese Sendung haben wollen würden. Ich weiß nicht, ob ich diese Sendung jemals in Englisch mache. Was ich weiß, ist, ich habe sehr viele englische Zitate, sodass also auch unsere englischen Freunde vielleicht da besser mit klarkommen, als wenn ich hier nur reinen deutschen Text hätte. Gut. Dort, wo die Pilgrims begannen, das neue Zion in der Wildnis zu errichten, genau da haben die Kennedys einen Salon geöffnet und da eben ihren Alkohol ausgeschenkt. In 1902 hat Joe Kennedy die Boston Lateinische Schule besucht, Boston Latin School, wo eben dann so ganz berühmte Schüler wie Cotton Mather oder Benjamin Franklin oder John Quincy Adams dann auch schon draufgegangen sind. Dieser John Quincy Adams war nicht nur ein Politiker und Diplomat, sondern der sechste Präsident der Vereinigten Staaten und Mitglied der bekannten Adams-Familie. Nicht die, die ihr meint mit dem Monster, sondern halt einfach der Familie, die auch den zweiten Präsidenten der Vereinigten Staaten hervorgebracht hat, John Adams. Also der ist auf eine Schule gegangen, der letzten Endes schon zwei vorherige amerikanische Präsidenten geschult haben. Ne? So viel mal dazu. 1908 ging er auf die Harvard-Universität. Als sie gegründet worden ist, da war das Studium von Hebräisch, war dann damals Voraussetzung für jeden Studenten. Aber als dann die sogenannten Christen eben damals noch wussten, dass das neue Israel durch die Propheten dann halt da verkündigt worden ist. Das war eben dann sozusagen die gute alte Zeit. Aber zu der Zeit, wo der Herr Kennedy sich da eingeschrieben hat, sagt unsere Quelle hier, da ging es alles rückwärts. Das heißt, die haben ihre christliche Identität verloren, wenn sie sich überhaupt jemals gehabt haben. Und das Studium der Schrift wurde nicht länger verlangt. Und deswegen habe ich hier mal einen ganz kleinen Ausflug gemacht. Deswegen ist beispielsweise auch im Jahre 1962, während der Regentschaft von Kennedy, das Vaterunser in der Schule rausgenommen worden. Weswegen vielleicht auch dann später die Beach Boys das interessant fanden, irgendwie das als Single rauszubringen. The Lord's Prayer. Ich bin da jetzt nicht reingegangen in den Text, aber ich fand das schon reichlich morbide. Aber in der Regentschaft von John F. Kennedy ist also tatsächlich das ein Gerichtsurteil erlassen worden. Das habe ich auch jetzt hier in Deutsch geschrieben, das eben verboten hat, dass man da jetzt oder eingestellt hat, dass das Vaterunser kein Bestandteil mehr des Unterrichts war an den sogenannten religiösen Schulen. Da Zitat. muss ich dich mal kurz, da muss ich mal kurz unterbrechen, bevor du das Zitat bringst. Ja. Da habe ich vor Jahren eine Sendung gemacht, in Nothing But the Truth, über die Hierarchie, wie heißt das wieder da? Ach, wir haben da zwei Sendungen über gemacht. Externalization of the Hierarchy. Externalization of the Hierarchy, ja, danke schön. Da musste ich mir schon sagen, wie meine eigenen Videos heißen. Ich muss dir deine Videos erklären, ja. Ja, und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass 1963
das morgendliche Gebet in den Schulen verboten wurde. Also es Genau. geht nicht nur darum, mir das Vaterunser zu verbieten. Es geht darum, dass das morgendliche Gebet abgeschafft wurde, wo die Schüler alle zusammengekommen sind. So, weißt du, wenn sie vorher in der Schule draußen stehen, da vor der Flagge, wenn die Flagge gehisst wird und dann der Flagge ihre Allianz schwören und sowas und dann reingehen und dann beten und das Gebet wurde abgeschafft. Ja? Ja. Und das ist alles ein Vorläufer der weiteren Agenda der späten 60er Jahre, wo wir ja ganz genau wissen, wo uns das hinführt. Ne? Genau. Wollte ich nur mal eben Genau, und einführen, bevor du deswegen weitermachst. fand ich das so interessant, weil das auf der einen Seite in der Biografie von Vater Kennedy erwähnt wird und zum zweiten in die Regierungszeit von John F. Kennedy fällt. Die Quelle firstthings.com sagt, die Religion ist sogar an religiösen Schulen zu einem Problem geworden, wie zum Beispiel an der Gonzaga-Universität, einer katholischen Jesuitenschule, die den Knights of Columbus, also einem Ritterorden, den auch Kennedy angehört hat, zunächst den Status einer offiziellen Studentenclubs verweigerte, weil der Club religiöse Diskriminierung und Geschlechterdiskriminierung praktiziere, indem man nur katholische Männer aufnehme. Also, dass die Religion Problem ist an einer Jesuitenschule, haben wir ja schon immer irgendwie vermutet. Aber der gesetzliche Hintergrund ist der, dass der Oberste Gerichtshof 1963 das Lesen von Versen aus der Bibel und dem Vaterunser in öffentlichen Schulen eben dann, im wahrsten Sinne des Wortes, gecancelt hat, also gekanzelt. Ne? Von der Kanzel des Obersten Gerichtshofs wurde eben der Richterspruch erlassen, dass eben das kein Bestandteil mehr des Unterrichts oder der schulischen Praktik ist. Das ging aus einem Prozess vor gegen die Abingdon School District, gegen die Familie Shemp, ne, Atheisten. Das ist der offizielle Hintergrund zumindest, der offizielle Hintergrund. Der Richter William G. Brennan Jr. hat da untersucht diesen Fall und hat vier Beobachtungen gemacht, dass die historischen Aufzeichnungen bestenfalls mehrdeutig sind, dass man da so typisch, ne, da versucht man natürlich dann irgendwie sophistisch mäßig dann alles Mögliche zu relativieren, auch ein beliebter Trick in der Wissenschaft. Und die zweite Begründung ist, dass sich die Struktur des amerikanischen Bildungswesens seit der Annahme des ersten Verfassungszusatzes stark verändert hat, wo es sich um die Religionsfreiheit geht, die natürlich dann immer sehr hervorragend ist für eine Minderheit, die dann im Kommen ist, sozusagen, durch die Einwanderung von Katholiken aus Irland und die Einwanderung von Katholiken aus Mexiko. Und deswegen der erste Zusatzverfassung, First Amendment zur Verfassung der Vereinigten Staaten, eben dann genau diese Religionsfreiheit dann da halt vorsieht. Und deswegen dürfte man da nicht mehr an Schulen ein christliches Gebet oder aus christlichen Versen da zitieren. Das hat ja später, da kommen wir auch noch zu dem Menschen, auch ein weiteres Mitglied der Familie Kennedy vorangetrieben, und zwar der Arnold Schwarzenegger. Der hat sich bei Kennedy eingeheiratet. Aber das ist ein anderer Zusammenhang, da kommen wir, glaube ich, später drauf. Drittens, dass unsere religiöse Zusammensetzung uns zu einem weitaus vielfältigeren Volk macht, als es unsere Vorfahren waren. Also zu Deutsch, die mehrfache Religiosität wäre jetzt von Vorteil in einem Land. Habe ich zwar so noch nirgendwo gesehen, aber man muss sich ja immer irgendetwas Neues einfallen lassen. Und der vierte und letzte Punkt wäre, laut dieser Webseite, dass das amerikanische Experiment mit kostenloser öffentlicher Bildung, die allen Kindern zur Verfügung steht, weitgehend von der dramatischen Entwicklung der religiösen Vielfalt in der Bevölkerung geleitet wurde, der unsere oder den unsere Schulen dienen. Also man muss nur dem Richter folgen und dann weiß man auch schon genau, wo das dann herkommt oder beziehungsweise besser gesagt, wie es dann endet. Ne? Das endet darin, dass letzten Endes alles okay ist und man darf ja auch nicht vergessen, in den USA wurde beispielsweise die Church of Satan gegründet, wo letzten Endes auch nur eine Schauspielergruppe ist, aber die Kirche Satans, die darf auch nicht diskriminiert werden. Ne? Also alles ist gut. Es gibt kein Schlecht mehr. Damit sind wir eigentlich schon bei Orwell 1984, wo dann alles irgendwie ganz anders verkleidet wird und alles gar nicht mehr als das bezeichnet wird oder bezeichnet werden darf, das es eigentlich ist. Und dieser Meinung ist beispielsweise George W. Bush. Der sagt nämlich jetzt genau, und jetzt erinnert euch bitte an den Inhalt der letzten Sendung, was Mission heißt und wo es herkommt. Er hat gesagt, I'm driven with a mission from God. Mit einer Mission von Gott. Entschuldigung, ich werde Oder getrieben mit einer getrieben, ja. Mission von Gott. Getrieben wird er, ja, ein Gott Getriebener. würde mir sagen, George, geh und kämpfe gegen solche Terroristen da in Afghanistan. Und ich tat es. Denn Gott wollte mir sagen, George, geh und ende die Tyrannei in Irak. Und ich tat es. Genau. Ja. Und Mission kommt von den Jesuiten.
Er sagt doch hier genau das, was eigentlich keiner richtig versteht. Und Gott, ja, Gott ist zwar so ein Wort, ne, G-O-D, das gibt auch einen Gott im Islam, es gibt einen Gott im Judentum, es gibt Götter in Hinduismus, es gibt Shinto, und wo soll man jetzt aufhören mit Gott? Also zu Deutsch, er hat die direkte Leitung, ne? Weil Gott hat ja mit ihm gesprochen. Ich meine, ich mache es ein bisschen kleiner hier, dann seht ihr das alles auf einer Seite. Entschuldigung, rutscht Ja, ich manchmal. möchte auch noch mal was dazu sagen, wo Ja. der George W. Zu Gott spricht. Zwei Dinge müssen wir mal eben berücksichtigen. Einerseits müssen wir uns an das Interview erinnern, wo er gefragt wurde zum Schluss: Herr Bush, Sie haben einmal so berühmterweise gesagt. Kommt im nächsten Bild direkt. Okay. Ja, ich hatte jetzt sogar den Text ziemlich auswendig in Deutsch im Kopf, aber bitte, dann machen Sie Ja, mal. genau. Nein, und eine zweite Sache finde ich noch viel wichtiger. In Amerika, das ist ja ein ursprünglich puritanisches Land. Ja? Die ersten Menschen, die in diese Kolonien ausgewandert sind, waren Puritaner, waren stark bibelgläubig und sind vor der Verfolgung des Antichristen in ein neues Land geflohen. Ja? Die wussten noch, was Protestantismus ist. Die wussten noch, wen sie protestiert haben. Aber dann ist das alles ja im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aufgeweicht worden. Und Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir ganz stark die charismatische Bewegung, die gekommen ist. Und in der charismatischen Bewegung ist es ja so, wenn du nicht in Zungen sprichst, dann bist du nicht gerettet. Ne? Tom Fress ist da ein wunderbares Beispiel von, wie er immer aus seiner Familie erzählt, und jedes Mal an die Decke geht, wenn er darüber sprechen muss. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist: Die lehren heute, die charismatischen evangelistischen Kirchen in Amerika und weltweit, die lehren direkte Kontakte zu Gott oder direkte Kontakte zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat mir dies gesagt, der Heilige Geist hat mir das gesagt. Oh, ich saß heute Morgen mit Jesus zum Frühstück und Jesus sagte mir dies und Jesus sagte mir das. Und das ist genau das, wo George W. Bush hier mit diesem Zitat drauf anspricht, weil er sagt: Ja, Gott würde mir sagen. Gott spricht aber zu keinem von uns so direkt. Wenn der Heilige Geist zu uns spricht, wenn der Heilige Geist uns in die Wahrheit leitet, dann ist es durch das Studieren der Heiligen Schrift und nicht dadurch, dass wir irgendwelche Dinge eingegeben bekommen. Ein ganz großer Unterschied. Und das macht das so gefährlich hier, dieses Zitat auch nur vorzulesen, weil man hier im Grunde, wenn man das nicht klarlegt, wie ich das jetzt gerade mache, die charismatische Bewegung auch noch unterstützt, die ein anderes Evangelium lehrt. Ein ganz tolles Buch von R.C. MacDonald oder wie der heißt, habe ich auch mal angefangen zu lesen. Komme ich ja nie zu, das zu beenden. Ich werde die Videos vielleicht mal rausschmeißen, die ich davon gemacht habe. Sehr gutes Buch. Entschuldigung, Michael, aber das wollte ich mal eben sagen, zum tieferen Verständnis für die Leute. Warum kann sich der George Bush da hinstellen und das so sagen? Und die in Amerika lachen ihn nicht aus, weil in den ganzen sogenannten evangelistischen, protestantischen, charismatischen Kirchen genau dieser Mist gelehrt wird. Direkte Offenbarung durch Gott oder durch den Heiligen Geist. Das ist für die ganz normal. Und wenn man das nicht weiß, ja, dann liest man sowas auf eine ganz andere Art und Weise natürlich, ne? Das wollte ich nur mal eben sagen. Ja, für mich ist halt einfach die Geschichte, dass Gott ein sehr dehnbarer Begriff ist, wobei er ganz klar ist, wen er meint mit Gott. Wenn man beispielsweise jetzt mal sich mal so anguckt, was er danach gemacht hat, an ihren Früchten soll man sie ermessen, und er hat danach eine ganze Menge Menschen umbringen lassen in den Kriegen. Wir erinnern uns an die Außenministerin Albright, wir erinnern uns an Herrn Powell, wir erinnern uns an alle möglichen Leute, die uns da etwas erzählt haben, was nicht christlich gewesen ist, sondern was letzten Endes immer mit Blutvergießen und mit ganz viel Leid zu tun hat. Und hier auf dem Comic, was jetzt nicht direkt mit dem George W. Bush, sondern was ihm in den Mund gelegt wird sozusagen, da ist er also links an einem drahtgebundenen Telefon, was eigentlich ein rotes sein müsste, hat er da eben dann Verbindung aufgenommen. Hinter ihm ist irgendwie etwas Rundes, vielleicht Sonne gerade aufgegangen oder so. Und rechts sitzt dann da sein sogenannter Gott. Interessanterweise hat der genau die Farben Scharlachrot und Purpur hinter sich. Interessant, ne? Wenn man dann die Bibel lesen würde. Also ich weiß nicht, ob sich der Comiczeichner da etwas bei gedacht hat, aber ich fand es auf jeden Fall mal erwähnenswert. Gehen wir mal weiter. Wo ist denn meine Maus geblieben? Da ist meine Maus. So. Und hier haben wir nämlich genau ein Interview, wo er dann wissen, wen er denn meint mit Gott. Und hier wird er gefragt in einem Interview: Mensch, also, Herr Präsident, als Sie in die Augen geguckt haben vom damaligen Papst Benedikt XVI., also wir sind Papst, dem Herrn Ratzinger,
Moment, 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 Moment. Du nimmst ja die ganze Vorgeschichte weg. Die Vorgeschichte ist, dass der David Arroyo, der ist das da, der ihn interviewt, ja, das ist einer der Anker von EWTN, ja, das weltweite katholische Netzwerk, das es in vielen Sprachen gibt, auch in Deutsch. Die senden 24 Stunden rund um die Uhr. Er interviewt den Präsidenten von Amerika zu der Zeit, George W. Bush. Und zum Ende stellt er ihm zwei Fragen. Und die erste Frage war: Herr Bush, Sie haben einmal so berühmt ausgedrückt, als Sie in Wladimir Putins Augen schauten, sahen Sie seine Seele. Ja. Und jetzt kannst du weitermachen. Ja, das war das Erste, aber ich wollte es hier nicht extrem über Kandidaten. Draußen brauchen wir wieder 226 Folgen. Also Das ist aber wichtig. zweite Geschichte ist hier, und als Sie in die Augen von Benedikt dem 16., dem Papst, gesehen haben, was haben Sie da gesehen? Und dann sagt er ganz einfach: Gott. Nee, er sagt es nicht ganz einfach. Wie aus der Pistole geschossen. Ja. Die Frage war noch nicht mal richtig aus Ja. dem Mund von David Arroyo raus. Ja. Da antwortet er: Guard. Ja, so geht Mind Control. Ja, das wollte ich mal bezeichnen. Also, da wissen wir ganz genau, welchen Gott der meint, der halt ihm befiehlt: Geh zu den Terroristen in Afghanistan. Und ich habe das gemacht. Und Gott hat mir gesagt: Mensch, geh und beende die Tyrannei in Irak. Und das habe ich gemacht. Er hat gesagt: Das Doch Gute ist hier, ja, er ist auf das einer Gute Mission ist. von Gott. Nee, lass mich doch einfach mal einmal aussprechen. Er ist auf einer Mission von Gott. Und er sagt doch: Er hat die Augen in die Augen von Benedikt gesehen. Und der ist Gott. Also ist er doch in der Mission von Benedikt unterwegs. Deswegen ist die Karikatur ja so gut. Meine ich Mit doch. dem Gott kann man ja telefonieren. Ja. Und er hat ja auch die tollen Farben im Hintergrund. Also, bitteschön, wenn man da mal ein bisschen, also ich glaube, das macht jetzt so, geht so richtig, nimmt so richtig Fahrt auf hier im Augenblick, oder? So, und wenn man meint, der weiße Papst ist allein und ganz einsam, weil er ja keine Frau hat, da gibt es noch jemanden, der ihm Gesellschaft leistet. Der Mann heißt Arturo Sosa. Der Mann ist der oberste General oder überhaupt der General der Jesuiten. Und es gibt hier ein interessantes Video von ihm auf reddit.com. Es gibt auch ein interessantes Video vom Jörg, was ich aber jetzt hier nicht eingeklebt habe, was ich natürlich noch nachträglich machen kann. Und wo er sich jetzt über diese ganz, ganz schlimme Situation da draußen mit dem brutalen, tödlichen Virus da jetzt äußert. Und da gibt es eine interessante Auseinandersetzung, beziehungsweise ein interessantes Interview jetzt hier. Und zwar genau an der Stelle. Die Stelle heißt 16 Minuten 16 Sekunden. Und da sagt er: Gott ist ein trickreiches Wort, denn Stotter, wie und was und warum und über welchen Gott reden wir denn überhaupt? Es gibt verschiedene Götter in unserer Welt. Interessant, ne? Gibt verschiedene Götter in unserer Welt. Eigentlich müsste der ja irgendwie etwas zu tun haben mit Jesus, ne? Denn der steht ja der Societät Jesus vor. Also offiziell, ne? Superior Jesuit, also Societas Jesu. Aber er sagt: Nö, es gibt verschiedene Götter in der Welt. Nur mein erstes Gebot von Gott heißt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Habe ich jetzt vergessen, hier reinzukleben. Ich entschuldige mich jetzt wirklich dafür. Ich kann es ja noch als Fließtext hier reinmachen. Ja, und das ist so interessant, ne? Dass er sagt: Mensch, also Gott ist ein trickreiches Wort, ne? Hoffentlich weiß der George W. Bush das auch, dass der ein trickreiches Wort benutzt hat, oder? Tricksen die vielleicht alle? Und er hat jetzt hier damals gesagt in diesem Interview: Nö, das ist kein Zufall, was da alles jetzt hier so ist. Ne? Denkt dran, ne? Das ist überhaupt kein Unfall. Und er sagt jetzt hier: Nee, denkt dran, ne? War also kein Unfall hier. Kein Unfall. Ne? Mit diesem. Das Video habe ich doch in Deutsch. Ich weiß, ich habe es aber heute Abend nicht mehr gefunden. Ach so, auf BitChute ist das, glaube ich. Ja, siehst du, deswegen habe ich es nicht gefunden auf YouTube. Ja. Okay. Also, damit ihr jetzt seht, also Gott ist ein trickreiches Wort. Ne? Mit Gott kann man alles erklären. Solange man sich nicht auf die Bibel und Jesus Christus bezieht, gell? Und wie gesagt, dem Mann solltet ihr zuhören hier, der hat einiges zu erzählen, das ist ein Insider. Noch jemanden oder allgemein, was man für Recherche benutzen sollte, beispielsweise sind Bücher. Nicht ist nur die Bibel, da hat man natürlich schon, das ist genau dieser Satz, da hat man natürlich jetzt hier schon eine Vorahnung von Dingen, die kommen. Ne, in der Bibel steht ja alles beschrieben, und die Menschen, die da draußen agieren, agieren letzten Endes nur im Skript der Bibel. Das heißt, wenn man die Bibel kennt, weiß man ja so ungefähr, wann etwas kommt, aber ungefähr die Agenda, die sieht man ja, wenn man die Bibel liest. Und keine andere Agenda läuft da draußen. Es läuft keine islamische Agenda, es läuft auch keine hinduistische Agenda, es läuft die Bibelagenda. Es läuft das Buch der Offenbarung die ganze Zeit. Deswegen haben wir auch verschiedene Sachen, die gerade miteinander zusammenlaufen. Und der kennt sich da aus.
Das ist der General, der steht einer militärischen Organisation vor. Der befehligt eine Truppe. Der ist jetzt schwarz angezogen, hat jetzt keinen Kragen hier und so und kein Brigadegeneral, aber der ist General, okay? Der ist General, sollte man also nicht vergessen. Wo man noch Menschen dran messen kann, außer an ihren Früchten, denn wenn ich jetzt hier über eine ganz schlimme Situation da draußen, wo Menschen sterben und Menschen krank werden, berichte, muss ich jetzt in dem Moment, wenn ich dann grinse, bin ich da nicht ungefähr so im Mitgefühl, oder? Wo man auch die Menschen dran messen kann, ist an ihren Büchern. Das heißt, mit welchen Dingen beschäftigen sich die Menschen überhaupt? Deswegen beschäftigen wir uns jetzt ja gerade über den Hintergrund von Kennedy, der ja ein irisch-katholischer ist. Oder irisch-römisch-katholischer ist, bevor ich es wieder draufkriege. Aber man beschäftigt sich auch mit Büchern. Und ich habe viele Bücher hier gelesen und viele Bücher mir angeeignet und so weiter. Ich habe auch jemanden, der auch Bücher liest. Und diese Bücher, die der liest, die sollte man sich vielleicht mal angucken. Das ist der Mann hier, der heißt William Gates. Und er hat hier ganz interessante Bücher auf dem Tisch liegen. Und ich habe mir jetzt mal eins rausgepickt aus diesen Büchern hier. Dieses oberste hier. Das heißt, How to Lie with Statistics. Also, wie man mit Statistiken lügen kann. Die erzählen euch die Wahrheit, nur nicht offen. Man muss schon immer genau hingucken. Und das ist das, was ich vielleicht auch mit dieser Serie auch irgendwie bewerkstelligen möchte, dass Menschen besser hingucken. Viele Leute lachen euch ins Gesicht. Und man muss Darf ich mal einfach. kurz Ja. zu dem Bild mit dem Bill etwas sagen, wenn du da nochmal runtergehst? Ja. Das unterste Buch auf dem Stapel ist von Richard Richtig, Dawkins, The richtig. Magic of Reality. Ja. Richard Dawkins ist einer der weltberühmtesten Atheisten, Lehrer Richtig. der Evolutionstheorie Richtig. und ein absoluter Teufel in Menschengestalt. Ja. Ja, hier gibt es auch noch über Immunität und so weiter. Dann kombiniert das mal einfach. Ne? What if How to Lie with Statistics on Immunity with Richard Dawkins? Alles klar? Klar, hier liegt doch noch so ein Comicbuch und etwas Lustiges und so weiter. Und hier auch so sinnfreie Fragen, die niemand stellt. Aber es geht sich jetzt einfach um dieses oberste Buch hier. Das ist das oberste Buch auf dem Stapel. Das hat Priorität. Hallo? Wie man mit Statistiken lügen kann. Warum liest er das? Weil der Mann nicht dumm ist. Aber die Leute, die dieses Foto sehen, 99% davon sehen nur ihn und dieses Buch. Aber jetzt machen wir wirklich weiter mit dem Herrn Kennedy Senior. Im Januar 1914 war er der gewählte Präsident von Columbia Trust. Ach, jetzt denkt er wahrscheinlich, wieso erzählt er uns das? Das wissen wir doch alle schon. Mit 25 war der jüngste Präsident der Bank und so weiter und so fort. Und jetzt geht's los. Joe Kennedy hat seine Millionen gebraucht, um eben Franklin Delano Roosevelts präsidentiale Kampagne 1932 zu finanzieren und seine eigene Kampagne für die Präsidentschaftswahl seines Sohnes 1960, logischerweise. Der kannte sich da schon mit aus, das war 28 Jahre später oder 7 Legislaturperioden später. John Foster, Nazi-Establishment, Supporter von Hitler und so weiter, Unterstützer von Hitler und haben mit der Schröder Bank in Köln zusammengearbeitet. Und du solltest auch wissen, dass als er Botschafter in England war, Joe Kennedy Geschäfte gemacht hat mit Hitler bzw. der Nazi-Führung und ganz große Anzahl von Aktien von IG Farben hielt. Da ist er mit durchgekommen am Ende des Krieges, aber dann ist das Justizdepartement gekommen und hat das dann eben alles dann beschlagnahmt. Und eines der ersten Dinge, das Joe Kennedy Senior gemacht hat, beziehungsweise der Vater von JFK, als Jack Kennedy, also JFK Präsident war, dass er eben dann den Robert Kennedy, genannt Bobby, als Attorney General, also als Staatsanwalt, dann Generalstaatsanwalt eingesetzt hat, sodass er dann eben seine Aktien zurückgekriegt hat. Ja, da geht es sich um Geld im großen Stil, sagt diese Quelle. Müsst ihr selber recherchieren, ob das stimmt oder nicht. Ich sag, ich kann ja nicht in alles da reingehen. Ich sag nur, es gibt interessante Hintergrundinformationen, dass also Kennedy kein Wohltäter gewesen ist. Okay? Jetzt kommt das Hauptding hier. Joe Kennedy und der Churchill haben sich zum ersten Mal 1933 getroffen. Da habe ich gedacht, Moment mal, stimmt diese Quelle? Weil in der originalen, offiziellen Wikipedia, da steht drin, Mensch, im März 1938 ist er mit seiner Familie nach London gereist und so weiter. Und der scheiterte daran, eine klare Position zu entwickeln. Da habe ich mir gedacht, Moment mal,
Wer hat jetzt recht? Wikipedia, die sagen 1938? Oder aber ist das dann tatsächlich so, dass er da gescheitert ist, eine klare Position zu entwickeln? Oder heißt nicht eigentlich, eine klare Position nicht zu entwickeln, heißt das nicht eigentlich, dass man Opportunist ist? Dass man eigentlich völlig egal ist, wer gerade an der Macht ist oder für wen man ist? Man ist immer für diejenigen, der einen am besten bezahlt. Das würde doch auch erklären, warum so eine Reinhard Gehlen als General der Nazis dann plötzlich für die CIA arbeitet. Ja, einfach opportunistisch. Man kann ja nicht das maximale Geld verdienen, wenn man eine Meinung hat. Man muss ja immer irgendwie so der Meinung der herrschenden Klasse sein. Ne? Sieht man jetzt, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation ganz gut, gell? Die Menschen, die beispielsweise im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, die großen Firmen hatten, so wie Mercedes-Benz und BMW, die hatten die Firma nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Ja. Die waren halt opportun zu den Machthabern. Mir sagt das jetzt hier in der originalen Biografie, dass Kennedy Opportunist ist. Der wollte halt einfach maximal reich und maximal viel Einfluss haben und am besten halt die Präsidentschaft. Okay. Seine Familie schickte er im September 1939 nach Amerika zurück. Ja, warum wohl? Weil da schon Krieg war. Das ist Wikipedia hier. Was stimmt jetzt? 1933 oder 1938? Gehe ich weiter. Aus dem Buch von Taxi Mars, Codex Magica, steht drin, der amerikanische Präsident Teddy Roosevelt, sieht man jetzt hier, wie er die Truppen auf einem Schiff und so weiter jetzt hier den Geheimzeichen gibt, also die geheime Hand hier, Jabulon und so weiter, der Freimaurer. Also wir sehen, egal in welchen Politiker ich jetzt hier reingehe, die haben alle noch ganz andere Verbindungen. Ne? Das ist jetzt hier immer nur aus dem Buch von Taxi Mars, was ich nicht empfehlen kann, weil ich weiß, dass es da viele Leute gibt, die nur die Oberflächlichkeit irgendwo lieben, aber ich brauchte ein Bild von ihm, ja? Ich brauchte ein Bild von ihm, weil es geht sich jetzt darum, dass auf Geheiß von Roosevelt überhaupt der Joe Kennedy, der Papa von JFK, überhaupt erstmal in die Gänge gekommen ist, sozusagen, weil der den ja unterstützt hat. Und wir sehen, dass der Herr Kennedy Senior einen Freimaurer unterstützt hat, obwohl der zu der Zeitpunkt ja irisch-katholisch gewesen ist und gegen den katholischen Alfred E. Smith. Ja, wenn das nicht opportunistisch ist, also bitteschön, dann weiß ich nicht mehr. Der hat ja überhaupt keine Meinung. Der dient sich dem Präsidenten an, der die meisten Chancen hat. Da der katholische Präsident oder der katholische Kandidat, besser gesagt, Entschuldigung, Alfred E. Smith 1932 keine Chancen hat, da hat er natürlich einen Wahlkampf für Roosevelt gemacht. War ihm doch völlig egal anscheinend, ob der Freimaurer ist. Opportunist, deswegen darf der keine eigene Meinung haben. Der Mann wollte die Macht. Geht weiter. Ist ja nur mal ein Beispiel. So, jetzt mache ich direkt den Cut in die nächste Seite. Die geheimen Deals von Kennedy, Churchill und einem Kerl namens Roosevelt. Den kennt er hier, ne? Den, ja, Dicken kann ich jetzt nicht sagen, ist nicht Helmut Kohl, ne? Aber den Mann, der immer so etwas grimmig guckt und immer sagt, wir geben niemals auf, we'll never surrender. Ne? Wenn ihr das nicht glaubt, hört euch das Lied Fool's Overture an von Supertramp. Da kommt direkt eine Rede mit ihm mit Glockenschlag in dem Opus von Supertramp. Supertramp übrigens ein Codename für Satan, der auf der Erde herwandelt, ne? Also der keinen festen Wohnsitz hat, ne? Supertramp deswegen. Der amerikanische Botschafter für Großbritannien, Joseph Kennedy, mit dem englischen Premierminister Winston Churchill draußen Downing Street, London. Genau da, wo heutzutage noch der Regierungssitz ist. Was man leider auf dem Bild nicht sieht, ist jetzt der oben der kleine Sonnenkranz jetzt hier über dem Eingang. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Schon gar nicht im Schwarz-Weiß. Also da seht ihr jetzt hier mal, die beiden hatten eine Verbindung. Aber Wikipedia sagt bloß, ja klar, 1938 und so ist er nach England und so weiter, hat 39 seine Familie zurückgeschickt, aber weit gefehlt. Das ist gar nicht das Interessante. Mann. Also, in diesem Artikel wird hier gesagt, dass eben der Kapitalist der einzige Weg ist, um ein Politiker zu werden und ein Politiker zu sein ist der schnellste Weg, um ein Kapitalist zu werden, sagt der Herr Chesterton. Interessant. Ich gehe jetzt nur mal hier in die Auszüge rein, sonst wären wir mit 226 Sendungen noch nicht mal fertig. Okay? Der Herr Kennedy ist schon im späten September 1933 aus New York ausgelaufen und inklusive seiner Ehefrau Rose und Kay Halley, seine letzten Flamme, und seinen ältesten Sohn Joseph Junior, also der älteste Sohn von Kennedy, der, wie wir wissen, im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, also umgekommen ist. Er hatte einen neuen Deal, inklusive dem Sohn von Roosevelt, James Roosevelt, den ältesten Sohn des amerikanischen Präsidenten, ebenso im Schlepptau. Also von wegen, der ist nur Botschafter, klar. So, und er hat gesagt damals, dass es
Der Herr James Roosevelt Jr. hat gesagt, nö, das ist ja so eine Vergnügungsfahrt eigentlich, aber ich hoffe, ich kann auch ein paar Geschäftsaspekte damit verbinden. Das habe ich jetzt hier reingezeichnet. Es gibt einen Smedley Darling Butler, der letzten Endes dafür verantwortlich gezeichnet hat, dass es da die Putschpläne gegen den Präsidenten Franklin D. Roosevelt dann eben da aufgedeckt worden ist. Von welcher Seite die jetzt kommen, die Putschpläne gegen Franklin D. Roosevelt, kann man jetzt drüber spekulieren, wenn man weiß, wer sein Gegenkandidat gewesen ist, ne? Alfred E. Smith. Aber dafür müsste man natürlich jetzt wissen, welche religiösen Umtriebe da damals geherrscht haben, ne? Aber damals hat man das noch verhindern können, 1934, zumindest nach außen hin, mit Smedley D. Butler. Ich habe den deswegen hier reingeklebt, weil mir heute Daryl Eberhardt eine E-Mail bezüglich dem reingeschickt hat. Jo, geht's weiter. Also, ihr werdet hier von einer auf die andere Quelle gehetzt von mir, es tut mir leid, aber damit ihr wirklich seht, das ist überall zu finden, wenn man sich die Mühe macht. Aus der Zeitschrift Time. The Secret Kennedy Churchill Roosevelt Deeds. Die geheimen Kennedy Churchill Roosevelt Geschäfte. Geheim. Das ist die Time. Ich habe dieses Bild hier drin gelassen, ne? Hier sagt irgendjemand mit Maske, der also nicht erkannt werden will, sagt also hier, das Klimat verändert sich, ja? Ich dachte immer, dass es sich laut offizieller Evolutionslehre seit Jahrhundert Millionen verändert. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn sich das Klima ändert. Aber ich glaube, das Problem ist, dass sich das gesellschaftliche Klima ändert. Das ist für mich das viel größere Problem, als wenn es draußen wärmer oder kälter ist. Kann man sich gegen wappnen? Ja, jetzt kommt mir nicht mit dem Argument, ich würde jetzt irgendetwas verharmlosen. Tue ich gar nicht. Aber ich denke auch, dass sich das allgemeine Klima da draußen sehr, sehr eisig entwickelt im Augenblick. Gut, hier kommt die deutsche Übersetzung der amerikanischen Auszugs aus dieser Time, okay? Die deutsche Übersetzung mit DeepL, weil ich hatte mir keine Lust, das jetzt alles hier noch Stück für Stück zu machen. Also kommt jetzt die deutsche Übersetzung irgendwann. Hätte ich vielleicht langsamer machen können, hätten es die Engländer auch lesen können, es tut mir leid. Die können ja auf Pause drücken. Ja. Thomas Mayer ist der Autor des Buches Wenn die Löwen brüllen, die Churchills und die Kennedys, unter anderem auch andere Bücher, also die Kennedys, Amerikas Smaragdkönige und die Meister des Sexes. Also das ist kein Spaß, ne? Der meint das so, wie er hier schreibt. Deutsche Übersetzung. Als Opportunist hatte Joe Kennedy den 25-jährigen Sohn des Präsidenten angeworben, um einen Privatbesuch bei Winston Churchill zu organisieren, der Kennedys Einfluss auf die neue Regierung unterstrich. Jimmy und Kay beeindruckten Churchill auf ihre Weise von der Bedeutung Joe Kennedys, was zu einem denkwürdigen Besuch in Churchills Haus in Chartwell führte. Wir reden über 1933. Wir reden genau über den Zeitpunkt, wo die Nazis an die Macht kamen. Kennedy plante auch, Geschäft und Vergnügen zu verbinden. Sein Ziel war es, die britischen Rechte für den Versand von schottischen Whisky, Gin und anderen importierten Spirituosen in die durstigen Vereinigten Staaten zu erlangen, nachdem die Prohibition fast beendet schien, als Teil seiner geheimen Strategie. Churchill war aufgrund seiner Position und seiner Veranlagung ein natürlicher Verbündeter für Joe Kennedys Plan, vom Spirituosenhandel zu profitieren. Am 26. September 1933, als er und der Sohn des Präsidenten nach Großbritannien abreisten, hatte Kennedy mit einer Anfangsinvestition von 118.000 Dollar eine neue Firma namens Somerset Importers gegründet, nach dem Wasby Somerset Club in Boston, der Iren wie ihn davon abhielt, Mitglied zu werden. Also hatte schon wieder einen religiösen Ursprung. Somerset wurde zu seinem Sparschwein, mit dem er vom Ende der Prohibition profitierte. Auf der Fahrt über den Atlantik hatte Kennedy ein Schreiben von Seton Porter, der National Distillers Product Corp, bei sich, bei dem er Somerset zum exklusiven Verkaufsagenten in Neuengland für seine Spirituosenprodukte ernannte. Also ihr wisst jetzt ungefähr, worum es geht. Es geht sich hier um die Kohle des Spirituosenhandels. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ihr könnt auch auf Pause drücken, bitte, sonst wären wir nie fertig mit den ganzen Geschichten. Aber interessant, oder? 1933, meine Güte. Da war der John F. Kennedy gerade 16, ne? Damit ihr mit der seht. Also, der hatte schon mit 16 gewusst, dass sein Vater mit dem späteren Premierminister von England irgendetwas zu tun hatte. Okay. In den 60er Jahren bestand Randolph Churchill, Winstons Sohn, darauf, dass Joe Kennedy mit den übrigen Amerikanern, einschließlich Kay Hell und Jimmy Roosevelt, nach Chartwell kam. Randolph, also der Sohn von Churchill, erzählte dem Kolumnisten Sulzberger von der New York Times, dass er den Zweck dieser 1933 von Kennedy unterstützten Expedition nicht kannte, aber schnell herausfand. Kennedy versicherte ihnen, dass die Prohibition bald enden würde und er wollte Verträge abschließen, um die besten Firmen zu vertreten. Als Top-Fundraiser behauptete Kennedy, er habe 1932 50.000 Dollar für die Roosevelt-Kampagne gespendet, erinnert sich Randolph, und die Anwesenheit von Jimmy Roosevelt auf dieser Reise schien diesen Punkt zu unterstreichen, dass der Sohn des amtierenden amerikanischen Präsidenten.
der Glück gehabt hat, dass Matty die Butler diesen Coup da verhindert hat, dass sein Vater an der Macht geblieben ist. Offizielle Geschichtsschreibung. Letztlich gelang Joe Kennedy, also dem Papa von JFK, ein internationaler Coup, der ihn noch reicher machte. Er sicherte sich die lukrativen britischen Importrechte für den Vertrieb von Scotch Whisky, Jordan Skin und so weiter und so fort und so weiter. Das Geschäft seiner Firma stieg sprunghaft an. 150.000 Kisten schottischen Whisky im ersten Jahr. Und so weiter. Geht um das ganz große Geld. Um das ganz große Geld. Und er hatte den Sohn des amtierenden amerikanischen Präsidenten im Schlepptau. Hallo? Gibt es ja wohl kaum eine bessere Empfehlung, oder? Wenn einem der amerikanische Präsident seinen eigenen Sohn anvertraut für eine Seereise. Also nicht jede Seereise ist damals erfolgreich verlaufen. Denk mal 25 Jahre ungefähr vorher an die Titanic. Ungefähr. Also von daher, ich denke mal, der hatte schon einen richtigen Schlag weg bei dem Herrn Roosevelt, gell? So, jetzt sparen wir uns jetzt hier die ganzen Einzelheiten, wie viel Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld als noch mehr Geld und ganz viel Geld und mega. Das ist jetzt gar nicht so interessant. Interessant ist letzten Endes die ganzen engen Verbindungen, ne? Woher Churchill das Geld für die Investitionen in diese beiden amerikanischen Aktien nahm, bleibt Teil des großen Rätes, das diese Reise nach Großbritannien im Jahr 1933 und die lukrativen Alkoholgeschäfte umgibt. Ja, man muss ja auch nicht alles wissen, ne? Vor allem nicht, wenn man New York Times Leser ist. Aber wie gesagt, ich habe euch jetzt hier eine Quelle genannt, ihr könnt ja gerne mal weitergucken. Ihr könnt euch da gerne weiter über Geschichten überlegen, wie hochrangig der Herr Kennedy war. Er war nicht einfach nur ein Schmuggler. Nee, der hat das damals nachher offiziell gemacht. Ja, ist ja klar, wenn die Prohibition aus ist, bist du kein Schmuggler mehr, dann bist du Händler. Ist genauso gut, als wenn jemand zu dir schreibt, du bist Geschäftsmann. Ja klar, du kannst natürlich auch in der Mafia sein, bist auch Geschäftsmann. Aber wenn das wieder offiziell ist, dass man importieren darf, und er wusste das, der Herr Kennedy, warum? Ja, der sitzt doch ganz oben, wenn er mit dem amerikanischen Präsidentensohn durch die Gegend schippert, um irgendwelche Aufträge da in Land zu ziehen von Großbritannien. Hallo? So, geht weiter. Also, dann hat der Papa einen Brief gekriegt, der Papa Roosevelt von Sohn und so weiter. Dann hat er gesagt, Mensch, also ich bin in Geschäfte verwickelt mit den Kennedys. Ne? So viel mal dazu. Alle sitzen in einem Boot und manchmal fahren die sogar zusammen im selbigen. Indem er den Sohn des Präsidenten als Verbündeten gewann, bewies Joe Kennedy jedoch mehr als nur finanziellen Scharfsinn. Mit scharfem Instinkt erkannte er die Verwerfung im Privatleben von Roosevelt, in diesem Fall die komplexe Beziehung zwischen einem großen Mann und seinem Sohn, und nutzte sie unter dem Deckmantel der Freundschaft für seine Zwecke aus. Was habe ich gesagt über Opportunist? Kennedy bezeichnete sich selbst sogar als Ziehvater für Jimmy, einen jungen Mann, der nur wenige Jahre älter war als sein eigener Sohn Joe Kennedy Jr. Ja, und die meisten Historiker, die sagen, nee, nee, das begann viel, viel später. Aber es gibt, wie gesagt, 1933 diese Reise mit dem amerikanischen Präsidentensohn. Also ich meine, wenn man das nicht, das muss man auf jeden Fall benennen hier in so einer Serie, finde ich. Ja, einer von Joe Kennedys wenigen Vertrauten, James A. Fain, ein Kennedy-Mann in Wirtschaft und Regierung, erklärte, Joes größter Freund in Europa sei Winston Churchill gewesen. Bevor Mr. Kennedy zum Botschafter ernannt wurde, war sein wichtigster Kontakt in der Welt ein sehr persönlicher, obwohl es Churchill war. Änderte sich Fain 1968 und dann wurden sie Ozeane voneinander entfernt. Ne? Quelle: When Lions Roar, When Löwen Brüllen, die Churchills und die Kennedys von Thomas Meyer. Habe ich ja schon mal gesagt, benannt. Gut, geht weiter in meiner nächsten Quelle. Und dann hat er eben, der Herr Kennedy hatte eben in England seinen Boss getroffen. Wir reden von 1933 immer noch. Winston Churchill. Churchill war der Sohn von Edward, dem Carrisser, und Jenny Jerome von Brooklyn. Jetzt habe ich immer bei Churchill gesagt, Moment mal, da muss was anderes im Hintergrund sein, denn das ist so sein Haus. Das ist nicht das Haus von irgendeinem Politiker. Und bitte verabschiedet euch, egal in welcher Ecke, egal in welchem Land, von dem Gedanken, dass Politiker in irgendeiner Art und Weise Volksvertreter sind. Die sind gecastet. Mach mal ein Beispiel. Ja, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ja, soll man auch so bärig schreiben. So. Ja, die sind alle gecastet. Die sind alle gecastet. Ob man grün, blau, lila mit gestreiften Punkten oder am besten scharlachrot mit Purple wählt. Ne? Die sind alle gecastet, Leute. Da passiert nichts dem Zufall. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Young Global Leaders und so weiter und so weiter und so weiter. Und da waren so viele Menschen mit drin. Ich glaube, der Herr Spahn hatte auch etwas mit zu tun, aber ist jetzt auch egal. Nur mal als Beispiel.
Alles das, was ich mache, bezieht sich im Augenblick auf die amerikanische Politik. Welche Verwerfungen es da jetzt geben mag in Europa und speziell in Deutschland, das lasse ich euch dann halt jetzt hier. Aber da kann ich aus verschiedensten offensichtlichen Gründen nicht drüber reden. Kennedy war entschlossen, amerikanischer Präsident zu werden, genau wie Winston Churchill entschlossen war, um Premierminister von Großbritannien zu werden, sagt die Quelle hier. Joe Kennedy, was ja mittlerweile erwiesen ist durch dieses Bild, When Lions Roar, hat eben den Winston Churchill genau bei sich zu Hause getroffen in 1933. Die waren beide im Import-Business über Liköre und so weiter und die haben sich dann ganz toll verstanden. Und wie gesagt, das ist ein berühmter Freimaurer. Und dieses Zeichen bedeutet jetzt hier wie für Victory, aber halt Sieg. Victory bedeutet Sieg, eben nicht jetzt für Großbritannien oder sowas, sondern für Satan. Das ist immer noch Zeichen des Gehörnten, auch wenn das viele nicht glauben und so weiter. Und dass es irgendwie so aussieht wie ein Jugendstreich, dass man irgendjemand so die Hörner macht hinterm Kopf und so weiter. Nee, nee. Das hat einfach damit zu tun, dass die Freimaurer beispielsweise dann auch ein Supreme Being, also ein übergeordnetes, ein höheres Wesen verehren, aber eben eigentlich Luzifer verehren und letzten Endes nur eine Abteilung der katholischen Kirche sind für die protestantischen Länder, um genau eben diese speziell politisch-wirtschaftlich zu unterwandern. Denn derjenige, der ein Land kontrollieren will, muss die Rohstoffe kontrollieren. Derjenige, der die Menschen kontrollieren will, der muss die Nahrung kontrollieren. Und genau da kommen wir auch irgendwann mal hin. Auf dieser Seite hier, die berühmten Freimaurer, sagt hier beispielsweise der Brother Winston Churchill, Scottish Rite, ja, dass eben Churchill abstammt von einer Linie von Freimaurern, der initiiert wurde in die Studholm Lodge Nummer 1591 am 24.05.1901. Zwei Monate später hat er dann eben seinen Grad gemacht und so weiter und wurde dann eben eingeschworen als ein Master Mason, das ist jetzt nichts Besonderes, im 1902. Aber dann ist er dann eben resigniert, also hat dann eben gekündigt, offiziell in 1912, hat aber dann trotzdem, jetzt guck mal hier, ne, seine Mitgliedschaft in dieser Kunst beibehalten. Interessant, also hat er nur die Lodge da halt gekündigt, aber ist dann trotzdem Freimaurer. Interessant, ne, was alles so gibt. Ich dachte immer, wenn man irgendwie was kündigt, so wie im ADAC, ist man dann nicht mehr Mitglied, aber gilt eben nicht für alles andere hier, ne. Wird also hier benutzt und überall bis heute noch als Freimaurer. Und wenn du einmal da drin bist, bist du eigentlich immer einer. Es sei denn, du müsstest da dich mit denen schon anlegen. Und das sehe ich nicht in seinen Früchten, die er dann vor sich her treibt. Ne? Der Herr Churchill war berühmt, berüchtigt und verantwortlich für die Special Operations Executive. Wir reden jetzt vom Zweiten Weltkrieg, einer Geheimdienstorganisation, die eben verdeckte Operationen in besetzten Ländern koordiniert hat und auch Kommandos, die eben dann heutzutage bekannt wurden, eben als spezielle Einsatzkräfte, Special Forces, ne? Zum Beispiel. Kommen wir jetzt schon wieder zu, ja, ich wollte gerade sagen, Christopher Dee. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist er katholischen Orden zu Hause, weil er aus der Mutterseite eben aus einem Orden stammt. Zweitens ist sein Onkel 1944, also da, wo Kennedy schon gar nicht mehr in London war, ist der italienische Botschafter in England gewesen. Ja? Deswegen ist der auch Geheimnisträger hier. Der war gleichzeitig in den SOA mit drin. Und in dieser Einheit drin und er kennt seinen Onkel, logischerweise. Denn sein Onkel ist in England damals 1944 gewesen. Da hat der Krieg richtig getobt, 1944. Vor allen Dingen auch durch diese ganzen Luftangriffe der Deutschen haben die Engländer auch leider eine ganze Menge Leid ertragen müssen. Ne? So, und deswegen sehen wir jetzt hier, auch jetzt hier, selbst ein Schauspieler ist jetzt hier Mitglied in einer Geheimgesellschaft. Ne? Sowohl jetzt hier in einem katholischen Orden als auch als Spezialagent unterwegs. Ne? Wer das nicht glaubt, der sollte sich da mal informieren, was mit der Linie von Carandini da los ist in Italien. Ne? Haben wir ja oft genug drüber gesprochen. Die Carandini stammen aus einer Linie ab vom Heiligen Römischen Emperor, also vom Kaiser sozusagen, vom Friedrich Barbarossa, Rotbart, wenn man so will. Ne? Barbarossa, Emperor, heißt jetzt hier Kaiser. Ja? Heiliges Römisches Reich deutscher Nationen. So, und der Herr Carandini, beispielsweise ein anderer der Familie, war sogar italienischer Kardinal. Und der Herr Christopher Lee hat auch seine Filmkarriere offiziell gestartet, sagt er zumindest aus, durch seinen Cousin, eben den Grafen, guck mal, wieder adelig, Niccolo Carandini, Italy's first post-war ambassador to Britain, also Italiens erster Nachkriegsbotschafter in Großbritannien, der eben dann ihn vorgestellt hat an den Herrn Filippo del Guidici für zwei Filme. Ja, jetzt geht's. Alles ist miteinander verwandt irgendwo. Wir reden jetzt hier nicht über das Fußvolk, wir reden hier über Adel, über Nobility. Hm?
Das ist das. Das heißt, übrigens hat der Christopher Lee damals, glaube ich, einen 7-Jahres-Vertrag oder einen 5-Jahres-Vertrag bekommen. Müsste jetzt nochmal nachgucken. Den kriegst du nicht einfach so, wenn du ein unbekannter Schauspieler bist. Ne? Da brauchst du Vitamin B, da brauchst du Beziehungen zu. Okay? Ja, und apropos Geheimdienst, in dem Buch The Global Vatican beispielsweise ist auch jetzt hier bezeichnet, dass eben die CIA etwas mit dem Papsttum zu tun hat. Das ist ja ganz klar drin. Auf Seite 108 im Kapitel 8 steht hier drin: The CIA descended on Rome and went to work. Ja? Mit der Hilfe des vatikanischen Netzwerkes von Priestern und anderer Religionen filtern dann Ressourcen durch katholische Action, Catholic Action, ne? Catholics in Action, CIA, Catholic Action, eine politische Front, die also sehr, sehr stark verbunden ist mit dem Vatikan, der Agentur, die eben Propaganda benutzt hat. Propaganda wissen wir ja auch seit letzter Folge, was das heißt, und Millionen von Lira, um eben Einfluss zu erlangen und eben eine, guck mal hier, eine Abstimmung zu orchestrieren oder zu benutzen. Steht ja alles drin in dem Buch. Ja? Seite 108, ich übersetze das jetzt nicht in Deutsch. Ist mir jetzt erstens zu mühsam und zweitens ist das nur ein kleiner Nebenhieb, damit ihr nicht meint, dass also jetzt Leute irgendwie so zufällig jetzt irgendwie hier so ein Graf, der aus einer Linie kommt, der höllisch-römischen Kirche, der jetzt aus Zufall Botschafter wird in England. Genauso wenig wie kein Zufall darin besteht, dass der Kennedy Botschafter wurde in England. Das sind doch alles dann, wenn die Botschafter sind, Geheimagenten. Die wissen doch um Staatsgeheimnisse. Das ist doch ganz klar. Die mussten doch ein Security-Level haben, so Security-Clearance haben. So zum Beispiel so ähnlich wie jetzt hier behauptet, zumindest damals, der Behold the Pale Horse William Cooper. Ja, und dass der Churchill einiges wusste und einiges auf dem Kerbholz hatte, sieht man beispielsweise an Büchern wie Churchill und Tito. Da können wir jetzt aber nicht wieder reingehen, weil das war alles schon Teil der Geschichte mit satanischen Medienagenda über Christopher Lee. Da war es nämlich sehr, sehr kontrovers, die Rolle der Vereinigten Königreich in Jugoslawien. Und hier ist nämlich genau diese Special Operations Executive, die der Herr Churchill benutzt hatte und wo also dann zumindest vorgeblich der Herr Christopher Lee drin benutzt war, eben dann da gegründet hat. Auch nach dem Krieg, die damals dann noch eben offiziell zumindest Nazis gejagt hatte. Und der Herr Christopher Lee hat sich auch öfters als Nazi-Jäger ausgegeben. Was er da genau gemacht hat, kannst du nicht nachvollziehen, ist Geheimdienst, ne? Das ist eben der Name ist der Programm. Gut. Da ist also jetzt die Frage, warum hat denn jetzt der Herr Kennedy auf die Reise zusammen mit dem Herrn Präsidentensohn von Roosevelt seinen ältesten Sohn mitgenommen zu Herrn Churchill? Na, eine Idee? Also ich hätte schon eine. Der Sohn, der älteste von ihm, der ist nämlich dann da auserkoren gewesen, um Präsident zu werden. Ich meine, wenn es der Kennedy schon nicht schafft, Senior, dann muss es natürlich seine Söhne schaffen. Ne? Das ist so ungefähr so wie die Eltern, die einen dann zum Klavierunterricht zwingen. Aber der Joseph Patrick Junior, über den geht es jetzt hier im Augenblick. Ich weiß, wir springen jetzt sonst eins ins andere, aber ich versuche das einigermaßen logisch aufzubauen. Wir sind ja erst 1933 bei der Reise, war der älteste Sohn unter den 9 Kindern von Joseph und Rose Kennedy. Der älteste Sohn der Familie Kennedy, Enkel des Bürgermeisters von Boston, guck, ne, immer politisch und religiös dazu, wurde als zukünftiger erster römisch-katholischer US-Präsident erzogen. Ist doch klar, wenn es mit Alfred E. Smith nicht geklappt hat, vielleicht klappt es dann mit Joe Kennedy. Oder, also wenn es mit Alfred E. Smith nicht geklappt hat und der John Kennedy Senior das leider nicht machen durfte, sondern nur den Botschafter gespielt hat, wobei es da jetzt auch gleich, glaub ich, noch eine Erwähnung kommt, dann muss es eben der älteste Sohn bringen. Logisch. Der älteste Sohn wurde nach Deutschland geschickt, 34, dann nach Harvard, dann an London, dann Delegierter der Demokraten bei der National Convention, wo Roosevelt erneut als Kandidat für die Präsidentschaft nominiert wurde, mit einem Vizepräsident als Wallace. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wusste der Kennedy Senior schon, dass der nicht Präsident werden konnte. An Roosevelt kam er nicht vorbei. Kennedy Junior trat der US Navy ein. Sein Flugzeug ist dann explodiert, unweit der Nordseeküste, und die Leichen wurden nie gefunden. Er hat dann Verdienstmedaille bekommen und so weiter. Das muss ein schwerer Schlag gewesen sein. Und damit ist klar, in dem Moment fiel halt das Los auf JFK. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge, okay? Ja. Joseph P. Kennedy Jr., der also genau mitgewesen ist auf der Reise nach Churchill und so weiter, der hatte eben dann US-Präsident werden sollen, aufgrund der Aspirationen und Pläne seines Vaters. Und der wollte eben dann für die amerikanische House of Representatives eben dann kandidieren, nachdem er seinen Militärdienst dann abgeleistet hat. Aber da seine Söhne,
sicher im Militärdienst oder im Zweiten Weltkrieg beweisen sollten und wollten, waren die wohl etwas waghalsig, zumindest der Herr Junior. Und der hat wohl in einer geheimen Operation 1944 dann da teilgenommen und das hat er nicht überlebt. Und deswegen hat eben dann sein Vater eben seine Vorhaben auf den nächst älteren Sohn John F. Kennedy dann halt dann umgemünzt. Ne? Ganz einfach. Wobei der originale älteste Sohn wohl auch zum Vater geschrieben hat über Hitler 1934, dass eben die Sterilisation und so weiter eine ganz tolle Sache wäre und dass man dann auf unheimlich eleganten Wege sozusagen dann ganz viele Menschen loswerden könnte. Wenn jetzt jemand da draußen keinen Appetit mehr hat, 90 Jahre später ungefähr, kann ich gut verstehen. Ne? Gibt gewisse Dinge, die wiederholen sich. Der New York Times sagt jetzt hier, Kennedy hat gesagt, dass Hitler eben meinen Geist aufbaut, der eben einen Geist in seinen Menschen aufbaut. Also beneidet wird, steht da, Michael. Beneidet, ne? Hitler injiziert im Grunde oder baut einen Geist in seinen Männern auf, der in jedem anderen Land beneidet wird. Mhm. Also mit anderen Worten, er zieht sich da sein Volk auf seine Art und Weise, dass alle anderen Völker da neidisch hingucken. Mhm. Ja, das ist ja fast eine Reminiszenz an das Israel im Alten Testament, das ja ein scheinendes Licht für die ganzen Nationen sein sollte. Ne? Das hat der Hitler dann auf seine Art und Weise hier umgesetzt. Ja, der wollte halt einfach eine Jugend haben und wollte die halt einfach da nach seinen Ansichten verbiegen. Hat ja auch zumindest ein paar Jahre dann leider geklappt. Ne? Die Leute sind ja dann erstmal Gehirn gewaschen worden. Ne? Kann man nicht anders sagen. Das macht jede Regierung, macht das, die versucht hat, einfach über Propaganda die Menschen, über Medien die Menschen zu manipulieren. Und nachher, jetzt hier zig Jahre später, dann erkennst du erstmal, was Wahrheit da gewesen ist und was Lüge. Ne? Da haben damals sicherlich auch viele an die Kristallnacht geglaubt, dass es da, das war die Blaupause jetzt hier für die Ermächtigungsgesetze. Also man braucht immer irgendeinen Aufhänger, um nachher zu sagen, wir sind bedroht, da ist eine ganz, ganz große Gefahr und wir müssen jetzt die Bürgerrechte außer Kraft setzen. Ne? Ähnlichkeiten und so, könnt ihr euch dann selber denken. War auf jeden Fall nicht alles anti-jüdisch und eben dann halt eben pro-Nazi damals. Ne? Und der Vater hat eben seinen Sohn dann nach Nazi-Deutschland 34 geschickt, ne? Wo eben die Juden dann schon damals, die Judenverfolgung sozusagen dann schon angefangen hatte, logischerweise. Aber der Sohn hat gesagt, Hitler hätte die Sachen unter Kontrolle und die einzige Gefahr, die da bestände, wäre, dass dem Hitler irgendetwas passiert. Ne? Ist ja auch klar, wenn man dann mit denen Geschäft... Also 1934 war dann eben die Juden dann schon verfolgt und 1938 kam dann die Geschichte mit der Kristallnacht und danach ist es dann völlig losgegangen. Und er hat gesagt, dass eben Hitler alles unter toller Kontrolle hätte und die einzige Gefahr, die daran besteht, ist dann halt, dass mit Hitler irgendwas passieren könnte. Und da ist er natürlich dann auch ein Opfer der Propaganda gewesen. Oder aber er war genauso Opportunist wie sein Vater, weiß ich nicht. Ja, Kennedy went even further. Ja, du musst eben diese jüdischen Namen aus der Filmlandschaft streichen und so weiter, hat er dann geschrieben, als der Kennedy dann auch noch im Filmbusiness war. So, und hier haben wir mal ein Bild. Wir wissen ja, dass der 1938 nach London gezogen ist. Hier haben wir ein Bild von Joe Kennedy Jr., Kennedy Senior und John F. Kennedy. Ja, da sehen wir die auf dem Schiff, würde ich sagen. Oder irgendwo im Hafen. WNYC Studios, New York City Studios, sagt hier, als Kennedy gestorben ist, Senior, ne, sind 5 seiner 9 Kinder vor ihm gestorben. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Möchte kein Vater, glaube ich, erleben. So, hier habt ihr die beiden Söhne nebeneinander, John F. Kennedy und John Kennedy Jr. Ne, im Dienste der Vereinigten Staaten. Wollte ich mal benennen. 2 Söhne. Möchte kein Vater erleben. Entschuldigung, da muss ich mal kurz einen Kommentar zu geben. Das ist richtig, kein einziges Elternteil möchte seine Kinder überleben. Aber in der Familie denke ich, dass der Vater kaltblütig genug war, dass er da nicht dran zugrunde gegangen ist. Ich glaube sogar eher, dass seine Kinder mehr oder weniger geopfert werden müssen, für andere Kinder bestimmte Positionen zu erreichen. Das macht man nämlich in solchen Kreisen, das ist ja bekannt. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, Theorie, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, aber... Es kann ja nun kein, zwischen Anführungszeichen, Zufall sein, dass 5 von 9 Kindern ein vorzeitiges Ableben haben. Da muss ja irgendwas hinterstehen. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das zwischen Anführungszeichen Zufall ist. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Gut, 2 Söhne, 1 Schicksal. Ja, auch ein interessanter Artikel. Ich muss mal eben gucken, warum ich den überhaupt...
Joe Senior, der Papa, war eine komplexe, dominierende Figur. Wir gegen Sie-Mentalität, über seine Kinder, ich meine, seine Kinder sollten sowieso gegenseitig auch noch Wettbewerb machen und so weiter. Und als der Kennedy Senior eben dann Präsident einer lokalen Bank war, 1914, im Alter von 26, hat er eben Rose geheiratet. Und das war eben die älteste Tochter des Bürgermeisters von Boston. Der erste Sohn Joseph Patrick Junior war 9 Monate und 18 Tage nach ihrer Geburt, nach ihrer Hochzeit geboren worden. Und der zweite Sohn John Fitzgerald, der benannt worden war nach Roses Vater, wurde 22 Monate später geboren. Sie wären ein goldenes Pärchen gewesen, aber und hatten die ganze irisch-katholische Welt zu ihren Füßen. Aber, ja, es kamen Krisen, denn als Rose Kennedy hat sich entschieden hat, dass sie also das Leben mit dem Papa von John F. Kennedy nicht mehr weiter betreiben wollte, dann gab es Riesenpalaver. Nach der Geburt ihres vierten Kindes hat sie dann ihre Sachen gepackt und ist dann zu ihren Eltern eingezogen und hat ihre Kinder einfach zurückgelassen. Und nach 3 Wochen ist ihr Vater angeblich in den Raum gekommen und hat gesagt, zieh Leinen und geh, wo du hingehörst oder geh, wo du herkommst. Ja, und deswegen hat sie dann eben bei der Kirche Trost gesucht, für ihr Leben. Also zu Deutsch, die war überhaupt nicht glücklich in der Ehe. Ne? Einer der Geheimnisse von Kennedys Erfolg im Leben war eben die Möglichkeit, dass man eben total präsent war in auch immer, was man immer unternommen hat im Moment, um eben entweder in einem Geschäft zu sein oder mit der Familie zu sein. Also es geht sich in der Familie anscheinend immer darum, um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Also beispielsweise um die Schule zu besuchen und dann eben ja, mit den Eltern dann gleichzeitig zu reden. Also was man dazu raussehen kann, ist, dass es absolute Machtmenschen waren. Ich will euch jetzt nicht langweilen, weil ich will einfach zum Wesentlichen kommen. Als er 11 war, der John F. Kennedy, hatte er letzten Endes dann schon Scharlach und so weiter, er hatte Mumps, Masern und so weiter und so weiter, er hatte hier Pocken und so weiter, Bronchitis-Fälle und so weiter, war also sehr, 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 sehr kränklich, der Mann. Und 1930 hatten die schon 8 Kinder und der 9. ist Teddy, war 1932 geboren und ja, der war dann eben, der Papa von Kennedy war dann schon eben ein Multimillionär mit einem Rolls-Royce und Chauffeur. Ne? Man hat dann es geschafft, wenn man dann einen Chauffeur hat. Ne? Wenn man selber fährt, dann ist man noch nicht so wichtig. Aber wenn man dann gefahren wird, ne, das ist ja schon was anderes. Ne? Dann hat der Kennedy den Herrn Roosevelt als den Mann gesehen, der den Kapitalismus rettet, natürlich auch sein eigenes Geld und sein eigenes Vermögen, und hat eben dann die Präsidentschaftskandidatur mit Zeit, Geld und Kontakten unterstützt. Und deswegen ist er dann auch der erste Vorsitzende der neu gegründeten Sicherheits- und Austauschkommission geworden und später dann Vorsitzender der amerikanischen Maritimen Kommission. Und später, wie wir wissen, Botschafter gewesen. Ja. Ja, das ist also alles sehr interessant, aber das führt uns nicht weiter zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin möchte. Ne? Wo ich einfach hin möchte, ist, dass man wirklich sieht, dass diese ganzen Menschen, die Politiker sind, angeblich dann das Volk repräsentieren, ihre eigene Agenda mit dem Tisch haben. Sei es die religiöse oder sei es auch gleichzeitig die geschäftliche oder beides. Ja? Ich rede jetzt hier gleichzeitig von Kennedy und von Churchill. Für John F. Kennedy war die Geschichte voll von Helden. Ne? Hier hat die Ritter der Tafelrunde beispielsweise gelesen, solche ganzen Geschichten. Ne? Wo kommt das her? Klar, die waren Knight of Columbus. Die waren auch Ritter. Ist ja ganz klar. Er findet natürlich solche Geschichten dann ganz toll. Ja, jetzt kommt eins der nächsten Sachen. Was willst du machen? Was willst du darüber machen, wenn du Präsident wirst? Es war ein Elite Training-Gelände und wenn Joe Junior nach Hause kommt, vielleicht ein bisschen liberaler ist als sein Vater, war dann trotzdem sein frommer Katholizismus intakt. Er hat seine ersten Reise gemacht zu dem Kontinent, um den Papst zu sehen. Und dann ganz, ganz, ganz pflichtbewusst seiner Mutter erzählt, dass er eben die heiligen Stufen von Sankt Peter unter seinen Knien gehabt hätte. Climb the holy stairs on my knees heißt auf seinen Knien die Auf Treppe seinen Knien, ja. hochgekrochen ist. Ja. So wie das damals zum Beispiel auch Martin Luther und alle anderen gemacht hatten, die
dahin ging, damals, um die Ablässe zu bekommen. Das sieht man auch, glaube ich, in dem Film ganz gut. Also da geht es wirklich darum, darum zu rutschen, weil das ist natürlich, gehört zu der Buße, die die römisch-katholische Kirche ja verkauft, ne? Ja, ich denke mal, das ist ein ganz, ganz heftiger Anstoß jetzt hier auch, um wirklich zu sehen, wie fromm katholisch die Familie ist. Ja? So, und sein Bruder, sein jüngerer Bruder JFK, der war immer allergisch auf Milch und dies und jenes und ach, die haben ihn also wirklich da rumgedoktert an dem und so weiter und so fort. Später gibt es hier Diagnosen angeblich mit Addisons Krankheit und der hat dann eben reagiert auf Cortison und andere Drogen. Und Dr. Trevel hat dann hier gesagt, dass das der Arzt des Weißen Hauses übrigens. Der hat eben, der John F. Kennedy, der seine linke Seite war wohl etwas kleiner oder kürzer als seine rechte. Und das hätte auch wohl etwas mit seinen Skelettmuskulaturen alles zu tun. Und Dr. Trevel hat gesagt, dass Kennedy gesünder war als jemals zuvor, in dem Moment, als er dann eben erschossen worden ist. Ne? Das ist natürlich dann auch schon eine sehr, sehr morbide Geschichte. Ja, also man kriegt also dann daraus, dass also die Söhne sehr, sehr ehrgeizig gewesen sind und dass John F. Kennedy Jr. dann auch, naja, also sagen wir mal so, jetzt als Kind sehr kränklich gewesen ist und beide sind oder alle sind natürlich ganz, ganz fromme römische Katholiken. Als Jack, also John F. Kennedy, wieder zurück nach Hause gekommen ist, hat er sich verschiedenen Amüsements hingegeben und war eben dann sehr, sehr ergeben zum sozialen Leben und auch zu verschiedenen Frauen. Und das hat er natürlich dann irgendwie, naja, von seinem Vater, ne? Seit einem frühen Alter war JFK eben dann informiert über das bunte Leben sozusagen seines Vaters, nämlich mit einer Ehefrau und anderen Frauen irgendwo anders. Und da denkt er natürlich jetzt genau an die eine und genau die ist natürlich dann auch so ein Fall, ne? Die Marilyn Monroe. Als Jack dann eben erwachsen gewesen ist und so weiter, dann hat Papa eine ganze Menge Stolz gehabt in die Eroberungen seines Sohnes. Und als dann Joe, dein Papa, gesagt hat, Mensch, ich habe hier eine total hübsche Blondine in Manhattan kennengelernt, das ist eben dann auch hängen geblieben, ne? Das ist eben hängen geblieben. Also die haben sich alle quasi dann bewiesen im sexuellen Bereich, wenn man dem Glauben schenken darf. Ne? Und sein Vater hat wohl einen Kurztrip gehabt nach Palm Beach und da waren wohl drei Frauen auf einen Mann und deswegen war er wohl besser als Durchschnitt und so weiter. Und als JFK sich dann später politisch distanziert hatte von seinem Vater in seinem späteren Leben, ja, dann haben sie trotzdem immer sich wohl darauf geeinigt, dass Sex eben um des Sexes willen war und ja, das war eben dann erstrebenswert. Ne? Also das ist unglaublich, wenn man da jetzt reingeht. Das ist natürlich alles irgendwie so ein bisschen schmutzige Wäsche. Ich möchte da keine waschen, aber der Herr Kennedy war wohl nicht ganz treu gewesen. Und das kommt letztens aus dem Elternhaus. Ne? Das haben wir ja damals schon erlebt oder letztens schon besprochen, dass der Kennedy Senior eben, wenn er so will, nichts hat anbrennen lassen. Ne? Verschiedene weibliche Besucher zu Kennedys Zuhause haben dann eben ausgesagt, wo dass Papa eine ganze Menge Avancen gemacht hat, während er dann Filme im heimischen Theater geguckt hat oder dann auch unter Umständen auch dann in die Schlafzimmer nachts reingekommen ist und sie auf die Lippen geküsst hat. Und naja, Jack und seine anderen haben eben dann die Freunde gewarnt, dass ihr Vater so ein bisschen ja, rumstreunert nachts. Ne? Ah, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. So, und genau diese Leute sind natürlich dann Opportunisten und natürlich dann von jeglicher Macht angezogen, auch beispielsweise von der Arroganz der Nazis und von anderen Geschichten dann auch. Und sowohl, wo der älteste Sohn von Kennedy dann eben dann so voll auf Linie mit Hitler gewesen ist, wird hier berichtet, dass John F. Kennedy, als er dann Deutschland besucht hat und so weiter, dann war er sehr, sehr angewidert von der Arroganz der Nazis und skeptisch vom Dritten Reich. Also er war da wohl etwas sensibler als sein älterer Bruder. Das ist vielleicht auch der gute Punkt bei John F. Kennedy. Aber nach dem allen, was ich gelesen habe über die beiden, ist es dann tatsächlich dann so, dass es ja keine Zufälle gibt im Leben und demzufolge kann uns, glaube ich, auch ein Joe Kennedy Junior, glaube ich, der wäre uns kein guter Präsident geworden. Sein Vater über den Joe wurde 1938 eingeschworen als Botschafter in dem
Court of St. James, als irisch-Katholiker in London, als amerikanischer höchster Repräsentant. Und darauf hatte John Kennedy, oder Joe Kennedy, Entschuldigung, darauf hatte Joe Kennedy lange drauf hingearbeitet und so weiter. Und Roosevelt wusste, dass Kennedy ihn sehr stark unterstützt hat. Und das war eben die Geschichte. Allerdings wollte der John F. Kennedy, Joe Kennedy Senior, Entschuldigung, muss ich mal konzentrieren hier, der war wohl doch eher interessiert an der Präsidentschaft. Und da er das nicht haben konnte, mussten das eben seine Söhne für ihn machen. Jack hat ein Buch geschrieben, der John F. Kennedy hat ein Buch geschrieben. Und dank seines Vaters hatte er außergewöhnliche Hilfe. Durch die Mailkorrespondenz und diplomatische Verbindungen und so weiter, die Informationen, die von London nach Cambridge kommen und so weiter, als John F. Kennedy also Books und Bücher und Pamphlete und Zeitschriften dann verlangt hat und so weiter, hat der sogar ein Buch geschrieben und relativ erfolgreich. Mit einem neuen Titel, Während England schlief, ja, was eben kontrastiert Winston Churchills Bestseller While England Slept. Ja, also warum England schlief und nicht während England schlief, hat eben Jack Kennedy, also unser später Präsident, 250 Euro Vorschuss bekommen. Und er hat dann eben auch seine Sporen dann da verdient. Und das war natürlich dann der Papa ganz stolz auf ihn. Allerdings musste John F. Kennedy später wohl zugeben, dass dann auch da einige Unterstützung von Papa kam, weil Papa hat wohl eine ganze Menge Bücher gekauft, damit in den Bestsellerlisten etwas nach oben gekommen sind, ne? Ja, hier steht, ne? Joe bought copies of the book in bulk, helping to push it up the bestseller list. Also man sehen, man kann alles auch dann irgendwo beeinflussen. Ihr wisst doch noch, welches Buch der Bill Gates so gerne liest, ne? Wie man da eben mit Statistiken betrügt, ne? Das ist beispielsweise hier mal so ein Fall davon, ne? Dass man dann halt gewisse Dinge selber kauft und dann sagt, guck mal hier, wie toll mein Buch ist, ne? Ja, das ist also unglaublich. Ne? Roosevelt wollte aber nicht ein drittes Mal 1940 kandidieren und das war der finale Sargnagel in den eigenen Ambitionen von Papa Kennedy für die Präsidentschaft. Ja, er hat zwar dann hin und her geeiert und hat dann den Roosevelt trotzdem noch unterstützt, aber das war es dann halt für ihn und deswegen lag natürlich dann so die Last auf den älteren Sohn, der natürlich dann auch nicht konnte, 1944 dann umgekommen ist. Und deswegen hat man natürlich dann die Geschichte, dass überhaupt der John F. Kennedy überhaupt da dann für die Präsidentschaft kandidiert hat. Und unser John F. Kennedy, unser Präsident, wurde dann eben in die Navy eingezogen im September 1941 und direkt zu dem Office of Naval Intelligence in Washington, D.C. zugeordnet. Hier reden wir über den Geheimdienst. Office of Naval Intelligence. Intelligence hat immer mit Geheimdienst zu tun. Wobei noch sein Vater natürlich noch Botschafter gewesen ist. In London. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also da, der hat da schon Geheimnisse gewusst. Da war der Mann 1941, war der gerade mal 24. Da war der schon Geheimnisträger. So, 1943, dann hat eben Joe Senior eben dann Kunde bekommen. 1943 war das. Und das hat er dann eben vor seiner Frau und dem Rest der Familie erstmal geheim gehalten. Dann eine Woche später ist er so wieder aufgetaucht und dann hat er doch sehr erleichtert. Ne? Also Missing in Action heißt so wie Chuck Norris hier, dass also jemand im Dienst vermisst wird. Also dann hat er das noch überlebt. Und als Kriegsheld kam dann unser jüngerer Sohn nach Hause und der hatte dann allerdings Rückenprobleme und Magenprobleme und musste dann also dann auch wieder behandelt werden. Ne? Warum jetzt der älteste Sohn gestorben ist? Da kann die Hypothese von Jörg stimmen, aber gleichzeitig war der wohl auch sehr waghalsig. Der hätte nämlich dann schon freigestellt worden oder entlassen worden werden können vor dem D-Day am 6.6. 6.6. Ja, im sechsten Monat am D-Day. Aber als er gesagt, er möchte also gerne bleiben für die Invasion. Und dann ist es eben schiefgelaufen. Der ist dann eben von einer Mission sozusagen nicht zurückgekommen. Ja, wir brauchen nicht die ganzen Skandelchen hier rein. Der hatte 10 Tonnen TNT in seinem Flugzeug und so weiter. Und an dem Moment, wo unser Präsident John F. Kennedy dann halt die Nachricht bekommen hat, dass sein Sohn gefallen ist, hat er wohl seinem Freund Red Fay gesagt, jetzt fällt die Last auf mich oder auf meine Schultern. Und später hat er einem Reporter gesagt, mein Vater wollte eben seinen ältesten Sohn in der Politik haben, aber nicht wollte, sondern er hat es einfach gefordert, du kennst meinen Vater. Ja.
Und auch der Herr Schwarzenegger, der hier eine Pose macht, die nicht im Bodybuilding vorkommt, der hatte beispielsweise einen Vater, der ein Militärpolice Officer gewesen ist im Zweiten Weltkrieg. Und sein Vater hat eben dann auch für die Nazis gedient, ne? Und angeblich wäre sein Nickname, Spitzname der Terminator gewesen, kann ich nicht bezeugen. Will es halt einfach nur sagen, ja? Also diese ganzen Menschen suchen einfach die Macht. Auch der Herr Schwarzenegger ist ein Machtmensch. Durch und durch. Der sucht einfach die Macht. Ich finde leider das Interview nicht mehr. Ich weiß, dass er mal ein Interview gegeben hat, wo er sagte, die Menschen brauchen einen Führer. Ja, hat er so gesagt, wie ich das gerade sage. Ich weiß es nur nicht mehr, wo die Quelle ist. So, und der ist jetzt gerade unterwegs wieder mit unserem obersten Gott der Katholiken, mit dem Herrn Papst Franziskus, der dann eben für den Klimawandel dann halt da votiert. Und er hat ihm jetzt hier in einem Interview sozusagen oder in einer Audienz sozusagen hat er ihm jetzt hier medienwirksam vor der Kamera dann halt auch genau diese Geschichte angesprochen, dass es das absolut Wichtigste ist. Ja. Und deswegen sollte man den Herrn Schwarzenegger bitte schön mit auf der Agenda stehen haben. Der ist nämlich Teil dieser Agenda. Herr Schwarzenegger ist Teil der ganzen Agenda, die da draußen ist. Der ist ehemaliger Gouverneur und sein Vater hat ihn auch dazu bestimmt und hat ihm gesagt, die Menschen brauchen einen Führer. Und genau als solchen sieht sich der Herr Schwarzenegger. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, um die Lesung für heute, hier und heute zu beenden. Ich mache mal das Bild ganz groß, damit ihr seht, alles das, was uns an Schauspielern verkauft wird, das ist auch offiziell ein Schauspieler, aber inoffiziell. Eigentlicher ist das ein Botschafter des Vatikans, denn er ist gleichzeitig Gouverneur von Kalifornien gewesen und gleichzeitig auch mit einer Kennedy verheiratet gewesen. So, und ich glaube, das ist ein gutes Bild, um abzuschließen für die 8. Folge. In der nächsten Folge gehen wir halt noch mehr in die Tiefe und dann kommen wir auch ganz bald zum Wahlkampf von JFK und dann wird es richtig spannend. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sorry für die Versprecher, aber an manchen Tagen, so wie heute, habe ich sehr, sehr wenig geschlafen und deswegen versuchen wir dann trotzdem euch Informationen zu geben, dass ihr wirklich auch seht, bei dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt hier besprechen, das ist immer eine Verbindung zwischen Religion und Politik und vor allen Dingen, bitte, 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 es gibt keine Politiker mehr, die in irgendeiner Art und Weise etwas für das Volk tun oder aber etwas positiv für das Volk tun und schon gar keine Vertreter des Volkes sind. Das sind alles schwerreiche Geschäftsmänner. Das sind alles Opportunisten. Und damit gebe ich ab zum Jörg. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Du sagtest gerade, es gibt keine Politiker mehr, die wirklich Volksvertreter sind. Also, ich meine, du kannst das Wort mehr in diesem Satz ruhig streichen. Ich will es nicht ganz ausschließen. Hat's noch nie gegeben. Also, ich kenne jedenfalls keinen. Jeder hat seine eigene Agenda gehabt, eigentlich sagen wollen, ja, denk doch mal an den Gaddafi, was der nicht Tolles gemacht hat in Libyen, alles. Da kennen die Leute auch nicht alles von. Also, wirkliche Volksvertreter hat es in der Hinsicht nie gegeben, weil man sich immer, wenn man das Volk so gesagt vertreten will, wenn man für das Volk auftreten will, man sich immer an den Antichristen verkaufen muss. Die Bibel lügt nicht. Die Bibel sagt in Offenbarung 17, Vers 2 ganz klar über das Urteil der Hure von Babylon, mit der die Könige der Welt Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die Völker der Welt trunken geworden sind. Es gibt keinen Politiker, der wirklich das Volk vertritt. Sonst könnte man ja eben auch sagen, ja, Buddha war ja auch so ein guter Mensch. Ja, Buddha war ja nur mindestens so gut wie Jesus. Es gibt ja viele Leute, die sowas behaupten. Also, da wird mir schlecht, wenn ich sowas höre. Die Leute kennen die richtige Geschichte da gar nicht von. Nein, es gibt wirklich keinen Politiker, der für das Volk eintritt. Weil wenn du das Volk vertrittst, dann tust du das immer nur äußerlich, innerlich vertrittst du den Papst. Und wenn du den Papst nicht vertrittst, dann wirst du weggeschafft. Ah, und weil Politiker weggeschafft werden, machen wir diese ganze Verschwörungssendung, angefangen bei einem gewissen John Fitzgerald Kennedy, wo wir ja immer weiterkommen und immer tiefer graben. Und ich dir mal ganz ehrlich sagen muss, was du hier an Untersuchungen leistest, was du hier heute auf den Tisch gelegt hast, das hat mich hier, glaube ich, am Computer sitzen schon zweimal meinen Hut abnehmen lassen, den ich gar nicht trage. Also ganz ehrlich, das finde ich wunderbar, wie du diese ganzen Links legst. Und als ich das sagte mit den Kindern, die geopfert werden, da meinte ich das nicht nur auf den Joe Kennedy, sondern meinte ich 5 Kinder. Wenn man 9 Kinder hat, war es, glaube ich, ne? 8 oder 9 Kinder, wie viel hat er gehabt? Und 5 versterben vorzeitig. Da muss man sich Fragen beistellen. Das ist nicht normal, weil wir leben ja nicht zu der Zeit, lass uns mal sagen, vor 500, 600 Jahren. Und das ist keine ärmliche Familie, die in schlechten
hygienischen Umständen lebt und sich nicht ernähren kann, alles drum und dran, sondern das sind reiche Fuzzis, da mal eben dazu. Wenn denen 5 Kinder wegsterben, dann steht da meines Erachtens was anderes hinter. Aber da kann sich jeder selber darüber informieren. Wir können ja auch nicht alles recherchieren, wollen auch gar nicht alles recherchieren, sondern wir wollen vor allen Dingen Hintergründe auflegen, die sonst nicht aufgedeckt werden. Jetzt kann er sagen von ja, aber das wird ja auch sonst nicht aufgedeckt. Ja, das ist gut, aber dann gehst du so sehr ins Detail, dann verlierst du das Große aus dem Auge und das wollen wir eben nicht. Und genau deswegen wird das hier auch hoffentlich keine Serie von 50 oder 60 Serien, sondern bleibt beschränkt auf vielleicht so 25 bis 30, denke ich mal, dass man eben auch das große Bild hierbei nicht vergisst, weil die Leute sind das irgendwann mal müde geschaut. Die haben nämlich nicht dieselbe Motivation wie du und ich. Du, der diese Untersuchung machst und ich, der ich jedes Mal hinfieber, die nächste Sendung miterleben zu dürfen, wie heute, haben die meisten Leute nicht. Die wollen dann irgendwann mal den Schluss wissen. Das ist genau wie ein Hollywood-Film gucken, weißt du? Jeder will den Anfang haben, die Mitte ist dann auch ganz interessant, aber ey, das Ende, das interessiert uns vor allen Dingen. Und da muss immer Happy End sein. Das muss immer schön in die Geschichte reinpassen. Und ja, mit den Dingen, die wir hier machen, die du hier machst, vor allem diese Untersuchung, da gibt es nicht immer ein Happy End. Sondern da gibt es manchmal ein ganz böses Erwachen. Und das böse Erwachen kann man sich sparen, wenn man vorher schon den Ausgang kennt. Nun, unser Gott, der uns alle geschaffen hat, der die Erde, das ganze Universum, alles drum und dran geschaffen hat, der kennt das Ende von Anfang an. Und wir können das auch, wenn wir die Bibel lesen und verstehen. Da hat das nämlich hingeschrieben. Okay, nicht in eindeutiger Schrift vielleicht, sondern mit Symbolsprache und geistig, zwischen Anführungszeichen, vielleicht ein wenig verschlüsselt. Aber auf jeden Fall für denjenigen, der die Bibel intensiv studiert und sich durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten lässt, verständlich. Und das ist im Grunde, bringt mich dann auch wieder zurück an den Anfang, immer alles an der Bibel messen. Und wenn es im Licht der Bibel standhält, ist es gut. Und wenn es im Licht der Bibel nicht standhält, dann verwerfe es. Und gerade solche Untersuchungen sind ganz wichtig dafür, um das eben an der Bibel zu messen und dann eben zu sehen, was stehen bleibt und was nicht stehen bleibt. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel bleibt nicht stehen. Interessant finde ich hierbei, obwohl ich da von nichts von irgendeiner Verbindung weiß, aber wir hatten ja gesagt, dass Arnold Schwarzenegger ist ja Österreicher. Ein anderer berühmter, ein berühmter Deutscher war ja auch mal Österreicher, sagen wir es mal so, zu derselben Zeit, wo wir hier gerade drüber gesprochen haben. Und interessant ist, dass aus Österreich ja ein Adelsgeschlecht kommt, das nennt sich Habsburger. Die haben hunderte Jahre für das Papsttum das heilige Deutsche Reich Römischer Nation regiert. Ich weiß nicht, ob Arnold Schwarzenegger da irgendwelche Verbindungen zu hat, genetisch, adelsmäßig, abstammungsmäßig, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Weil warum sollte man den sonst pushen und sogar probiert haben im Endeffekt, einen nicht in Amerika geborenen Menschen doch zum Präsidenten zu machen. Und als der Widerstand intern so groß wurde, hat man ihn halt Gouverneur gemacht. Und das ist, glaube ich, 4 oder 8 Jahre geblieben. Ja. Gouverneur von Kalifornien. Richtig. Innerhalb der 5 größten Wirtschaften dieser Welt. Muss man sich mal vorstellen. Kalifornien ist die, ich weiß jetzt nicht die genaue Rangliste, aber gehört zu den 5 größten Wirtschaftsräumen dieser Welt. Die 5 größte Weltwirtschaft in Kalifornien. Wenn man da Gouverneur von ist, dann hat man Macht, dann hat man Geld. Und das ist genau das, worum es hier bei Kennedy auch darum geht. Und ich freue mich auf die nächste Sendung und bleibe trotzdem immer noch dabei. Bitte lest eure Bibel. Maranatha.